Moin Leute, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Den Schwerpunkt heute möchte ich ganz gerne auf das Beintraining setzen. Und ihr werdet für heute oder für diese Übung zwei kleine Helferlein brauchen, damit ihr es auch zu Hause perfekt durchführen könnt. Das erste ist, das haben die meisten zu Hause, eure Heizung, weil wir nämlich gleich unsere Beine irgendwo drunter klemmen müssen, damit wir nicht nach vorne umfallen. Und der zweite Helferlein wird ein Stuhl sein, damit ihr euch gleich bei der Ausführung so ein bisschen selbst kontrollieren könnt. Wie gesagt, Schwerpunktthema heute Beine, wie beim letzten Mal auch. Für euch gilt mindestens drei Durchgänge, damit das Ganze auch ein bisschen Effekt hat. Ich zeige euch wieder die Ausführung, die Übungen und sage euch natürlich auch, wie viel Wiederholung ihr denn wenigstens pro Runde machen könnt. Und dann könnt ihr ebenfalls wie beim letzten Mal auch alle Übungen im Zirkelprinzip durchmachen, von vorne wieder anfangen und wie schon gesagt, wenigstens drei Durchgänge. Lass uns direkt anfangen. Die erste Übung. Ihr kniet euch aufrecht hin, die Hände erstmal über Kreuz vorne auf die Brust, damit es nicht zu schwierig wird. Körper strecken, Körperspannung aufbauen, das heißt den Bauch anspannen, Bauchnabel reinziehen und dann den gesamten Körper nach hinten kippen. So weit wie ihr könnt und euch langsam wieder nach vorne ziehen. Ihr solltet eine sehr hohe Spannung vorne in eurem Oberschenkel spüren. Ja? Achtet darauf, immer den Bauch angespannt zu lassen, den Körper schön gerade zu halten und euch weit nach hinten runterfallen zu lassen und langsam wieder hochzuziehen. Die ganze Kraft für die Bewegung holt ihr nämlich vorne aus dem Oberschenkel super intensiv und hier gilt natürlich wieder wenigstens 20 Wiederholungen versuchen. Für die zweite Übung, da gehen wir jetzt ein bisschen mehr auf die Rückseite eurer Oberschenkel ein, brauchen wir unseren ersten Helfer, zum Beispiel die Heizung. Ich kenne meine Hacken hinten, hinter die Heizung, habe dieselbe Position wie eben, aufrecht, Körperspannung, Arme überkreuzt und falle diesmal nicht nach hinten, sondern gehe nach vorne. Mit der Körperspannung, die ich habe, gehe ich so weit nach vorne, wie ich kann und ziehe mich langsam wieder hoch. Wieder langsam nach vorne fallen und den Oberkörper wieder zurückziehen. Die Bewegung, die Kraft dafür kommt komplett und zum größten Teil aus eurer Oberschenkelrückseite. Da solltet ihr eine hohe Spannung spüren und auf die natürlich wieder am besten direkt 20 Wiederholungen pro Durchlauf. Wir wechseln dann direkt in die nächste Übung. Hier wird es wieder um die Vorderseite gehen, weil wir brauchen hier ein bisschen Abwechslung. Ihr setzt euch aufrecht hin. Mit den Händen stützt ihr euch hinter eurem Körper ab, sodass ihr euch gerade hinsetzen könnt. Es geht also wirklich darum, diese Spannung im Körper aufzubauen, gerade zu sitzen, zu halten, die Beine durchzustrecken und dann immer nur mit einem Bein gleichzeitig probieren, das gestreckt maximal anzuheben, runterzukommen und kurz bevor es den Boden wieder berührt, hochzuziehen. Auch hier natürlich 20 Mal pro Seite und dementsprechend dann die Seite wechseln. Aufrecht bleiben, Spannung halten, mit den Händen abstützen und das gestreckte Bein vom Boden anheben und bevor es den Boden berührt, wieder hochziehen. Auch hier solltet ihr wieder eine sehr hohe Spannung im Oberschenkel spüren, 20 Mal pro Bein. Für die nächste Übung stehen wir auf. Jeder kennt sie, jeder liebt sie, Ausfallschritte. Da einfach nur mal ein paar wichtige Punkte, auf die ihr achten solltet. Ein Bein hier nach vorne. Euer hinteres Bein geht auf die Fußspitze. Körperspannung halten, Bauch angespannt lassen. Und dann stellt ihr euch einfach vor, dass ihr das hintere Knie auf den Boden geben wollt. Und ihr seht schon, ich tauche ganz gerade nach unten runter, habe die maximale Belastung vorne auf meiner Ferse und drücke mich von hier wieder hoch. Gerade nach unten runter und wieder hochdrücken. Sollte euch das zu leicht sein, gerade wenn ihr es schon 20 Mal machen soll, könnt ihr euch gerne zusätzliche Gewichte nehmen. Das bedeutet, ein, zwei Flaschen Wasser, meinetwegen eine ganze Kiste, meinetwegen den vierjährigen Sohn, der gerade eh nichts zu tun hat, braucht aber ein bisschen Zusatzgewicht. Selbstverständlich Seiten wechseln, beide Beine wollen was davon haben, aufrecht stehen, Gewicht vorne auf der Ferse und das hintere Knie gerade Richtung Boden bringen. Je tiefer, umso besser. Das bedeutet also so tief, dass euer Knie ganz knapp über dem Boden ist und wieder hochdrücken. Die letzte Übung im Zirkel,
Jeder liebt sie, Squats. Da können wir uns zur Hilfe halt einen Stuhl dazu nehmen, dass ihr eure Bewegung selbst ein bisschen kontrollieren könnt. Ihr steht vor eurem Stuhl, Hände ruhig erstmal über Kreuz oder später zum Ausgleich nach vorne nehmen und ihr stellt euch vor, dass ihr euch nach hinten auf den Stuhl raufsetzen wollt. Und kurz bevor der Po den Stuhl berührt, drücke ich mich wieder nach oben hoch. Ihr seht schon, die Hände nehme ich jetzt in dem Fall zum Ausgleich, damit es mich nicht nach vorne oder hinten umhaut. Sollte das zu schwierig sein, zu tief sein, kann ich als Kontrollpunkt auch einfach die Stuhllehne nehmen. Auch hier wieder. Nach hinten runter, wenn der Po die Lehne berührt, drücke ich mich wieder nach oben hoch. Achte auch hier wieder darauf. Körperspannung. Gewicht ist auf euren Fersen. Ihr arbeitet mit dem Po nach hinten. Ja, dass eure Knie ungefähr auf